Herzlich willkommen zu unserem fünften kurzen Tipps und Tricks Webinar am Dienstag, den 26. Mai 2020. Mein Name ist Sebastian Bode und wie immer begrüße ich alle Teilnehmer aus dem In- und Ausland sowie meine Kollegen Claudius und Dirk aus unserem Servicebüro in Bautzen bzw. vom Homeoffice aus. Die Kollegen stehen wie immer bereit, um Ihre Fragen direkt zu beantworten. Wie das geht? Egal über was für ein Endgerät Sie sich eingewählt haben, Sie finden im Bereich dieser App die Möglichkeit, Fragen an uns zu senden, die wir Ihnen dann direkt zurückbeantworten. Auch dieses Webinar wird natürlich wieder aufgezeichnet und dieses finden Sie dann auf verschiedenen Plattformen. Dazu gehört unter anderem unsere Hilfeseite help.orgadata.com, unser YouTube-Channel oder unser Vimeo-Channel. In der letzten Woche hatten wir zugunsten unseres Webinars mit Cutplan einmal ausgesetzt. Waren Sie dabei? Wenn nicht, Sie haben was verpasst. Da muss ich ganz ehrlich sein, es war wirklich grandios, wie wir zeigen konnten, wie gut diese beiden Softwarelösungen zusammen interagieren und wie einfach es für Sie ist, auch die kompliziertesten Projekte im Handumdrehen zu lösen. Wenn Sie jetzt neugierig geworden sind, keine Sorge, Sie finden auch dieses Webinar natürlich auf den gerade genannten Plattformen. Und vielleicht kommt in naher Zukunft ja schon Teil 2. Wer weiß. So, nun aber zurück zu dem heutigen Thema. Unter anderem haben wir in dem Team-Webinar ja auch darüber gesprochen, ja, wie man Bearbeitung und so weiter anlegt. Zudem kam auch in vielen anderen Webinaren hier und da der Wunsch von Ihnen auf, dass das doch insgesamt einfach mal ein gutes Thema für ein Webinar wäre. Und genau deshalb befassen wir uns damit heute mal. Zum Start würde ich aber mal eine kleine Kurzumfrage starten wollen. Und dabei geht es darum, ob Sie ein Bearbeitungszentrum im Einsatz haben und ob Sie die direkte Datenübertragung von Logical nutzen. Also Variante 1, Sie nutzen ein Bearbeitungszentrum mit der direkten Schnittstelle von Logical. Sie nutzen ein Bearbeitungszentrum ohne die direkte Schnittstelle von Logical. Sie haben kein Bearbeitungszentrum im Einsatz oder Sie sind sich an der Stelle nicht sicher. Auch diese Umfrage lassen wir, wie Ihnen das bekannt ist, ja ungefähr eine Minute stehen. Und auch an dieser Stelle sage ich Ihnen gerne nochmal, wie viele Teilnehmer wir heute sind. Es sind wieder 100 Zuschauer dabei. Vielen Dank an der Stelle, dass Sie sich wie fast jeden Dienstag einmal die Zeit für uns nehmen. So, 43% haben abgestimmt. Wir sind jetzt ungefähr bei 50 Sekunden. Es geht noch ein bisschen weiter. Ich lasse das Ganze mal knapp über eine Minute laufen. Stimmen Sie noch mal schnell ab und dann schließe ich diese Umfrage in 3, 2, 1. So, auch das Ergebnis möchte ich Ihnen natürlich nicht vorenthalten an dieser Stelle. Und ich finde es schön, dass 57% von Ihnen sagen, jo, wir nutzen ein SBZ, also ein Bearbeitungszentrum mit der Schnittstelle von Logical. 18% nutzen ein Bearbeitungszentrum ohne die direkte Schnittstelle von Logical. Ebenfalls 18% von Ihnen haben kein Bearbeitungszentrum im Einsatz und 6% sind sich an der Stelle nicht ganz sicher. Vielen Dank, dass Sie einmal an der Umfrage teilgenommen haben. Und ja, vielleicht der erste Tipp direkt zu dieser Umfrage, wenn Sie das zweite angekreuzt haben. Tipp, persönlicher Tipp von mir, informieren Sie sich nochmal genau darüber, wie das mit dieser Schnittstelle funktioniert. Es ist nämlich wirklich eine super einfache Sache, die Ihnen das Leben mit Logical und Ihrem Bearbeitungszentrum um einiges vereinfachen kann. So, die Umfrage blende ich einmal aus. Und nun soll es auch wirklich losgehen. Dazu habe ich mir mal überlegt, was kann ich Ihnen heute Schönes zeigen? Und es soll heute nicht darum gehen, wie man eine einfache Bearbeitung anlegt. Das ist mittlerweile mit Logical so einfach, dafür brauchen wir nicht mehr unbedingt ein Webinar. Es soll heute eher darum gehen, wo Sie hier und da kleine Einstellungen tätigen können, die Ihnen im Alltag einiges an Zeit ersparen können. Und denn gerade in diesem Bereich kosten alle nachträglichen Änderungen, die Sie nicht im Logical machen, sondern direkt an der Maschine, die kosten einfach viel zu viel Zeit. Und letztendlich ist es ja das Ziel,
dass wir gerade das sparen. Starten wollen wir dafür mal mit den grundsätzlichen Einstellungen. Bei der Einrichtung des Bearbeitungszentrums in Ihrem Lokal wird durch unseren technischen Außendienst, der dann extra für Sie zu Ihnen kommt, im Bereich hier der BAZ-Datenbank Ihr Bearbeitungszentrum speziell mit verschiedenen Einstellungen für Sie angelegt. Nur weil wir das einmal mit Ihnen zusammen gemacht haben, heißt das nicht, dass Sie dort nichts mehr ändern dürfen. Es liegt einfach in der Sache, dass sich im Laufe der Zeit hier und da mal die Wünsche ändern und dann sollen Sie natürlich auch hier und da mal Einstellungen ändern können. Man kann zum Beispiel, oder Sie können zum Beispiel, hier Einfluss auf die auszuführenden Bearbeitungen nehmen. Also als Beispiel mal die Eckverbindung einschalten oder ausschalten, je nachdem, ob Sie es über das Bearbeitungszentrum bearbeiten wollen oder über eine Stanze, die vielleicht am nächsten Arbeitsplatz steht. Sehr spannend finde ich auch diesen Bereich der Standardbearbeitung. Dazu müssen Sie wissen, dass hinter sehr vielen Bauteilen nicht immer direkt die Fräsmaße eingetragen sind, sondern eher ein Bezug zu diesen Standardbearbeitungen. Jetzt jedes Maß hier durchzugehen, würde den Rahmen auf jeden Fall sprengen, aber ein, zwei kleine Beispiele möchte ich Ihnen dann doch nennen. Zum Beispiel können Sie hier die Größe der PZ-Fräsung beeinflussen. Wenn Sie jetzt sagen, ja, aufgrund von Maßtoleranzen im Profil zum Beispiel, ist es immer schwierig, da mit dem Profilzylinder durchzukommen, dann machen Sie die Bearbeitung einfach etwas größer. Wird ja sowieso durch die PZ-Rosette abgedeckt. Und schon haben Sie vielleicht einen Handgriff in der Fertigung, der ein bisschen einfacher von der Hand läuft. Und als zweites, wenn das Profil sowieso schon im Bearbeitungszentrum liegt, warum dann nicht gleich die Rosettenbefestigung mit ausführen und dann den Durchmesser dafür eben auch entsprechend direkt so festlegen, wie Sie es möchten. Also hier der grundsätzliche Hinweis, passen irgendwelche Maße nicht so, wie Sie es gerne hätten, dann schauen Sie doch als erstes mal hier, ändern vielleicht was und gucken sich das dann nochmal entsprechend an. Als weiteres Beispiel hatte ich ja gerade genannt, dass die Bearbeitungen für zum Beispiel Eckverbinder beliebig ein- und ausgeschaltet werden können. Jetzt ist es natürlich eine Sache, die je nachdem, die sich ändern kann, je nachdem, wie groß die Auslastung am Bearbeitungszentrum ist. Ist die Auslastung hoch, sagt man vielleicht, okay, nee, Eckverbinder stand sich lieber. Ist die Auslastung gering, könnten ja auch diese Fräsungen übers Bearbeitungszentrum laufen. An der Stelle kein Problem, denn Sie haben die Möglichkeit, um nicht jedes Mal wieder die Einstellung ändern zu müssen, sich die Einstellung für die Maschine zu kopieren. Wir kopieren den Eintrag einfach und nennen das Ganze mal ohne Eckverbinder an dieser Stelle. Okay? So, dann sagen wir an der Stelle, nein, keine Eckverbinder fräsen, speichern. Die Prio muss einmal hochgesetzt werden, die Priorität an dieser Stelle, einfach um diese Einstellung überhaupt aktiv zu schalten. Und wenn Sie jetzt beim nächsten Mal die Daten für das Bearbeitungszentrum erzeugen wollen, haben Sie die Wahl zwischen zwei Einstellungsmöglichkeiten. Für das gleiche Bearbeitungszentrum, aber eben einmal entsprechend mit den Fräsungen für Eckverbinder und einmal ohne die Fräsungen für den Eckverbinder. Das gilt natürlich auch für viele andere Einstellungen, aber bitte legen Sie sich da nicht zu viele Maschinen an. Darunter kann natürlich schon die Übersicht stark leiden. Gut, ein weiteres großes Thema bei Fenstertüren und so weiter sind die Entwässerung. Hier besteht sicher oft der Wunsch, dass in verschiedenen Fällen von den Grundeinstellungen der Systemgeber abgewichen werden soll. Und genau das ist natürlich auch möglich, und zwar hier in der Serienfassung in den Seriendaten. Da suchen wir uns mal die entsprechende Serie aus, BD72 von Heroal, und springen mal in den Reiter Entwässerung Belüftung. Da haben Sie jetzt die Möglichkeit, hier eine Variante A sozusagen freizuschalten. Beim ersten Mal fragt Logical noch, ob die Werte aus den Systemdaten, aus der Systemdatenbank übernommen werden sollen. Ja, sollen sie. Und dann
können Sie sich hier genau die Vorgaben einstellen, wie Sie es gerne hätten. Also als Beispiel sagen wir mal, nie mehr als 2 Entwässerungen. So, und wie kommen Sie jetzt dazu, das so auszuwählen? Ganz einfach, schauen wir uns das mal bei dem Fensterelement hier an. Sobald Sie eins entsprechend bei den Entwässerungen freigegeben haben, können Sie hier diese Variante auswählen, diese Variante A auswählen und dann werden die Entwässerungen entsprechend so positioniert, wie Sie es vorgegeben haben. Kommt es jetzt mal vor, dass bei einzelnen Elementen die Entwässerungen aus verschiedensten Gründen nicht gefräst werden sollen, ist das auch kein Problem. Sie haben für jedes Element flexibel die Möglichkeit, hier die Entwässerung entsprechend auszuschalten. Bedeutet, die Fräsungen werden nicht ans Bearbeitungszentrum übergeben, werden aus verschiedensten Gründen von Hand gemacht oder eine Sonderfräsung oder wie auch immer. So, das soweit zum Thema der Entwässerung. Und der eine oder andere von Ihnen hat vielleicht gerade in den Seriendaten gesehen, dass da noch mehr möglich ist. Und das will ich Ihnen natürlich nicht vorenthalten. Aber vorab ein kleiner Hinweis. Denken Sie immer daran, die Einstellungen, die Sie in den Seriendaten machen, gelten nur für eine Serie, für die Serie, die Sie ausgewählt haben. Verwenden Sie mehrere Serien, müssen Sie das entsprechend auch mehrfach einstellen. Kleinigkeit, aber gut, weiter geht's. Wie wählen Sie denn aus, ob Sie Eckverbinder schrauben wollen, ob Sie die stanzen wollen oder ob Sie die entsprechend nageln wollen? Dabei ist ja bei der Entscheidung ist ja oft die Größe des Rahmens bzw. des Flügels mit ausschlaggebend dafür. Sobald eine Breite oder eine bestimmte Höhe überschritten ist, ist das Stanzen nicht mehr so einfach, weil ich mit dem Rahmen nicht mehr vernünftig zur Stanze hinkomme und dann würde ich ja doch eher aufs Nageln umschwenken. Damit Sie da nicht mehr selber aufpassen müssen, können Sie hier eine sogenannte Automatik festlegen. Als Beispiel nehmen wir mal ein entsprechendes Maß von, ja, machen wir mal 1000 mm. Oh. So, und dann können Sie eben festlegen, was unter dem Grenzwert für eine Eckverbindung gewählt werden soll oder entsprechend über dem Grenzwert. Sobald Sie diese Automatik festgelegt haben, wird diese Automatik aber auch wieder nur gezogen, nur eingesetzt, wenn Sie das auch wirklich möchten. Denn dafür gucken wir auch mal wieder hier in die Positionseigenschaften unseres Fensters. Und sobald Sie da ein Maß eingetragen haben, also diese Automatik definiert haben, taucht hier ein zusätzlicher Punkt auf, automatisch, und die Ecken vom Grundelement werden dann entsprechend nach der Automatik gewählt. Zum Thema Eckverbinder gibt es aber ja noch eine weitere sehr interessante Sache. Grundsätzlich werden diese Fräsungen ja entsprechend der Vorgaben der Profilhersteller gesetzt. Was kann man aber tun, wenn man aufgrund von Toleranzen in der Säge oder Material die Eckverbinder nicht richtig anziehen? Also das Maß müsste theoretisch größer sein. Wenn wir uns das mal hier beim Fenster anschauen, sehen wir, also Sie kennen sicher, dass Sie von hier auch direkt ins CAD springen können, sehen wir, dass die entsprechenden Fräsungen 49 mm vom Ende entfernt positioniert sind. Ja, Ihre Erfahrung sagt aber, aufgrund von Toleranzen wäre 49,2 aber viel besser. Ja, Möglichkeit 1 ist, diese Bearbeitung immer wieder händisch am Bearbeitungszentrum ändern, aber es ist eine sehr aufwendige Möglichkeit. Das geht definitiv auch einfacher. Auch dies können Sie wieder in den Seriendaten hier umstellen oder einstellen. Wir suchen uns auch da mal hier unsere Serie raus und springen mal in den Reiter BRZ. Denn hier können Sie für die entsprechenden Verbindungsvarianten unterschiedliche Vorspannungen einstellen. Also, was haben wir gerade gesagt? 49 mm, wir brauchen 49,2. Wir tragen 0,2 mm an der Stelle ein, bestätigen das, schließen das und dann wollen wir das natürlich auch einmal beim Fensterelement sehen.
der linke Blendrahmen. Auch hier springen wir wieder ins CAD, weil wir da so schön direkt die Maße sehen. 49,2, ohne dass wir händisch hier etwas geändert haben. Das heißt, sie ändern das einmal und alle Eckverbinder haben dann eben entsprechend mehr Vorspannung. In den Seriendaten gibt es aber noch mehr coole Sachen. Und dabei, bei der nächsten Sache, geht es um Glasleisten. Glasleisten werden ja oftmals direkt am Arbeitsplatz zugeschnitten. Da muss man natürlich ehrlich sagen, dann nach Optimierung zu schneiden, gestaltet sich an der Stelle relativ schwer. Dazu habe ich so oft schon den Satz gehört und muss leider auch bestätigen, dass ich ihn selber früher sehr häufig gebraucht habe. Ach, dann bestelle ich einfach ein paar Glasleisten mehr. Das passt dann schon. Kann man natürlich machen, geht aber definitiv einfacher und materialsparender. Grundsätzlich ist das Problem dabei ja, dass Glasleisten in vielen Fällen einfach zu kurz wären, wenn man die nach Verschnittoptimierung schneidet. Es liegt einfach in der Sache, es ist ein Handwerk, da ist man nicht Hundertstel genau und so kann es dann mal sein, dass eine Glasleiste etwas zu kurz wäre. Man kann natürlich die Glasleisten an der Säge manuell immer etwas länger schneiden, aber ja, auch das dauert wieder länger, dann passt vielleicht die Optimierung nicht, die Sägedatei passt nicht so die ideale Möglichkeit. Warum lassen wir das an der Stelle dann nicht einfach auch logikal machen? Hier im Reiter Zuschnitt haben Sie die Möglichkeit, eine Verlängerung aller Glasleisten ja mit reinzubringen. Also wir könnten zum Beispiel vorgeben, dass alle Glasleisten 20 mm länger als das theoretische Maß geschnitten werden sollen. Und der Kollege an der Säge braucht nicht mehr mitdenken. Das steht direkt auf der Optimierung mit drauf. Und die Kollegen im Zusammenbau können dann einfach nur die Glasleiste dranhalten, anpassen, nochmal einmal zuschneiden, abschneiden und schon ist es drin. Also ich denke, einfacher lässt sich im Bereich Glasleisten kein Material sparen, keine Zeit sparen. Und genau das ist ja das, was wir an der Stelle wollen. Der letzte Punkt heute, denn wenn ich auf die Uhrzeit gucke, sind die 20 Minuten ja schon fast wieder um. Der letzte Punkt heute ist in persönlichen Schulungen sehr häufig aufgekommen. Und ja, wenn mir sowas häufig über den Weg läuft, dann bringe ich das natürlich gerne in einem Webinar unter. Dabei geht es um Beschläge. Und wie Sie das schon aus anderen Webinaren von mir kennen, stellen wir uns mal eine Situation vor. Sie bauen eine Tür, sprechen natürlich auch die Beschläge und alles wunderbar mit dem Kunden ab. Alle Fräsungen passen, die Tür wird montiert, aber nachdem der Kunde eingezogen ist, fällt ihm ein, ja, er hätte doch lieber ein anderes Schloss, mit einer anderen Funktion, irgendwie sowas. Und wie soll es anders sein, dieses andere Schloss, was er gerne hätte? Das ist der Schlosskasten, ein ganz bisschen größer nur. Also bedeutet, Sie müssen beim Kunden wieder extra Fräsarbeiten vornehmen, das dauert länger, wird teurer für den Kunden, verursacht Dreck, alles sehr ärgerlich. Viel einfacher wäre es doch gewesen, gerade wenn diese Situation öfter vorkommt, wenn der Schlosskasten von Anfang an etwas größer gewesen wäre. Weil wird ja sowieso vom Stuhl verdeckt. Sagt der ein oder andere von Ihnen vielleicht, ja gut, das machen wir ja sowieso, direkt an der Maschine. Sie merken vielleicht, genau das möchte ich Ihnen mitgeben heute, dass Sie, wenn Sie Änderungen haben, die Sie immer wieder an der Maschine machen, überlegen Sie, ob das vielleicht nicht im Logical machbar ist. Denn genau auch dieses können Sie im Logical einstellen. Denn dafür haben Sie im Bereich der eigenen Datenbank hier direkten Zugriff auf die ganzen Schlösser, die quasi bei Ihnen in der Datenbank verfügbar sind. Also als Beispiel mal das ESCO-Schloss. Die Artikelnummer habe ich mir mal aufgeschrieben. Und hier sehen Sie eben alle entsprechenden Daten dazu. Wichtig, wenn Sie hier etwas ändern, grundsätzlich aufpassen, denn ändern Sie hier etwas, fragt niemand mehr nach, ist das wirklich richtig, sondern die Sachen werden dann so gefräst. Ja, und wenn sie dann nicht passen, ist es natürlich ein bisschen blöd. Wenn Sie sich aber sicher sind, was Sie hier tun, ist das eine super Möglichkeit, Ihnen viel Arbeit in der Werkstatt zu ersparen. Wenn Sie etwas ändern, ist der wichtigste Schritt, zuallererst mal hier den Haken zu setzen.
nicht updaten. Bedeutet, dass mit einem Stammdaten-Update Ihre Änderungen an diesem Schloss nicht überschrieben werden. Keine Sorge, Preise verstecken sich hinter diesen kaufmännischen Artikeln und werden natürlich immer weiter mit abgedatet. So, was wollten wir machen? Wir wollten die Schlosskastenhöhe ändern. Das machen wir hier mal. Das Ganze speichern wir ab. Ja, und dann schauen wir uns das doch mal in der Tür an, ob das denn jetzt auch so kommt. So, da schauen wir mal rein. Springen nochmal direkt in den Bereich BAZ-Bearbeitung und gucken uns dann mal den Flügel hier entsprechend an. So, von hier aus direkt wieder ins CAD. Da finde ich, sieht man immer am besten die Maße. Bisschen rangezoomt und jetzt sehen wir, alles klar. Der Schlosskasten ist jetzt 250 mm lang und beim nächsten Mal können Sie einfach das eine Schloss super einfach gegen das andere austauschen. Nicht viel mehr Arbeit für Sie, aber der Kunde ist am Ende glücklicher, weil er weniger zahlt, weniger Arbeit, weniger Dreck und so weiter. Ist also genau so, wie Sie es haben wollen. Fazit des Ganzen: Ändern Sie lieber etwas einmal im Logical als jedes Mal wieder an der Maschine. An dieser Stelle sind wir mal wieder über die 20 Minuten drüber. Dafür großes Entschuldigung, aber manche Themen sind einfach schwer in 20 Minuten zu pressen. Kurz vor Schluss möchte ich Ihnen aber trotzdem noch einen kurzen Ausblick aufs nächste Mal geben. Und das nächste Mal soll es um Zahlen gehen, also um die Kalkulation. Klingt erstmal sehr trocken, aber ich verspreche Ihnen, das wird es nicht. Seien Sie auf jeden Fall gespannt, was ich da mit Ihnen vorhabe. Und wenn Sie es noch nicht gemacht haben, registrieren Sie sich direkt über unsere Homepage und seien Sie nächste Woche mit dabei. Zum Abschluss natürlich noch wieder der übliche letzte Hinweis. Wenn Sie weitergehendes Interesse haben, können Sie einfach an der folgenden Umfrage teilnehmen. Wir melden uns dann bei Ihnen. Also rocken wir zusammen die Woche. Bleiben Sie gesund. Bis dahin, vielen Dank und tschüss.